Ein Weltmeisterauto, muss ich sagen. Das ist ein Weltmeisterauto, ja? Und zwar? Im letzten Jahr. Im letzten Jahr war das. Im letzten Jahr. Irgendwann mal bleibt es stehen und dann, Herr Lauder, ich weiß nicht, würden Sie sich noch in sowas reinsetzen? So, jetzt haben wir da. So. Sag mal, da zwängt man sich rein hier? Ja, aber da muss man die Hälfte hier abbauen. Dieser Schutz, der da ist, um das Genick zu schützen, sonst kommt man nicht hinein. Kommen Sie mal rüber zu mir, weil Sie müssen nämlich, die Kamera muss nämlich auch mal das zeigen, was da drinnen ist. Wenn man ein normales Auto fährt, kommt man mit dem, was man da sieht, gar nicht klar. Vielleicht kann das der Kameramann einmal zeigen. Also man versetzt sich hier rein, ja? Dann? Dann haben wir hier ein Lenkrad, das kann ich hier noch gerade drehen, das geht nicht. Schauen Sie, wie viele Schalter da oben drauf sind, das ist jetzt leider... Ja, das müssen wir einmal zeigen tatsächlich. Was ist das? Ist das aber ist schon Standard, oder? Ja, ja, das ist alles Standard. Der dreht tatsächlich auch damit, ich dachte, das sieht ein bisschen aus wie ein Spielzeug. Das ist kein Spielzeug, das ist leider die neue Technik der Formel 1. Einmal auf die andere Seite zu mir, der Kollege, dann können Sie einmal so reinschauen. Einmal so rum. So, damit, also ich... Sag mal, das sind so viele Knöpfe dran. Ja, genau, hier. Das wollten wir einmal sagen. Gibt man da Gas, schaltet, bremst, oder? Genau. Nein, Gas gibt man immer noch mit dem Fuß. Immer noch mit dem Fuß. Aber hier schaltet man mit solchen Wippen, also nicht so wie früher, wo man da mit der Hand schalten musste. Und hier werden 1000 Knöpfe verstellt, um das Auto richtig einzustellen. Kann man das heutige erzählen? Problem. Was ist das für ein Problem? Dass die Rennfahrer heute jetzt von der Box gesteuert werden. Ach, die fahren gar nicht mehr selbst. Oh ja, sie fahren schon. Aber was sind alles für...